Land der Verheißung. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 2. Ich melde mich hiermit aus meiner Klausurenzeit, aus meiner etwas stressigeren Phase an der Uni. Und ja, ich habe schon ewig nichts mehr aufgenommen. Ich hoffe, das wird heute keine allzu große Fail-Aufnahme. Das letzte Mal, dass ich aufgenommen habe, war... Ich glaube, wir schicken erstmal alle zurück, damit wir alle Blumen-Pikmin noch mitnehmen können. Damit wir die ganzen Blatt-Pikmin aussortieren können. Hört sich auf jeden Fall sinnvoll an. Das letzte Video, was ich aufgenommen habe, war New Super Mario Bros. U. Mit den super übermäßigen, ja, Fail-Parts. Fail-Part? Nein, Fail-Session wohl eher. Wo ich einfach mal nichts auf die Reihe bekommen habe. Weder kommentatorisch noch spielerisch. Es war irgendwie ein bisschen grottig. Ich habe mich danach auch irgendwie ein bisschen blöd gefühlt. Aber ich glaube, wie gesagt, normalerweise bin ich relativ unselbstkritisch, was meine Aufnahmen betrifft. Ich denke mir halt so, okay, ich weiß nicht, ob ich mir selbst angucken würde, aber wenn es den Leuten gefällt, gut. Aber bei der Aufnahme, das ging echt gar nicht. Also da habe ich mich im Nachhinein gefragt, was zum Geier machst du hier? Naja, in jedem Fall haben wir jetzt mal wieder Wochenende. Meine nächste Klausur schreibe ich in einer knappen Woche, also 6 Tagen. Und ja, das an einem Freitag. Und deshalb habe ich mir gedacht, jetzt wo es ein Samstag ist, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen ins Heldenheim, wollte ich zuerst noch, ne? Wie gehen wir am besten ins Heldenheim? War hier eine Brücke? Ich glaube, da war eine Brücke. Ich habe es schon wieder voll vergessen. Das ist voll schlimm, wenn man so lange Pause zwischen hat. Ja, uns fehlen ja tatsächlich hier nur noch 2 Höhlen. Von daher sollte das eigentlich machbar sein, das in der Session hier abzuarbeiten. Wenn ich mich nicht ganz so blöd anstelle. Und das ist halt immer der Punkt, an dem es hapert meistens. weil die nächsten beiden Höhlen werden natürlich auch die schwierigsten. Und es wird, ja, nicht ganz so schön. Glücklicherweise haben wir es zumindest nicht mehr mit Höhlen zu tun, die auf Zeit gehen irgendwie, wie die versunkene Burg, wo mir auch schon mehrmals geschrieben wurde, dass das wohl nicht nur für meine Begriffe eine der schwierigsten Höhlen überhaupt ist, sondern wohl so einem generellen Tenor trifft oder so. Ins Heldenheim gehen wir jetzt auf jeden Fall. Die... Ich sag mal, vorletzte Höhle. Das Problem hierbei ist natürlich, wenn man den subtilen Hinweis vom Präsidenten nicht wahrnimmt, nee, vom Schiff war es, glaube ich, genau, nicht wahrnimmt und erst in die andere Höhle geht, dann schließt man die Story ab, bevor man alle Schätze hat. Das ist prinzipiell nicht schön, aber ich glaube, ich vermute mal, dass das, ja... Gut, dass hier nicht viel los ist. Sowas liebe ich ja. Man spawnt und bam, sind da 50 Gegner, die dann einfach direkt alle treffen wollen. Naja, gut. Es geht noch. Es hält sich in Grenzen. Ja, also wie gesagt, ich bin momentan eigentlich in der Klausurenphase, aber habe mir jetzt einfach mal einen Tag genommen, wo ich sage, okay, machst du mal nicht ganz so viel, zumindest mal, ja, ohne schlechtes Gewissen haben aufzunehmen. Ich meine, ist nicht so, als würde ich die ganze Zeit lernen. Das ist Schwachsinn. Das wurde mir auch mal, wurde ja auch mal gefragt, ja, hast du wirklich denn gar keine Zeit und so. Doch. Aber zum einen hat man wenig klaren Kopf, zum anderen braucht man, zumindest ich, wenn ich aufnehme, brauche ich, ja, so 2 Stunden Freizeit und sowas kann man sich vielmals halt nicht gönnen. Beziehungsweise könnte ich wahrscheinlich sogar auch. Aber dann gucke ich mir lieber LP-Videos an. Das ist so ein bisschen... Ich kann... Ja, ich weiß nicht. Wenn ich ein bisschen zu weniger Freizeit habe als sonst, dann neige ich dazu, meine Freizeit eher in LPs gucken zu investieren, als in LPs machen. Weil das einfach wesentlich entspannender ist. Und das ist, glaube ich, irgendwo auch nachvollziehbar. Ich glaube, wir killen lieber erstmal die Pflanze hier. Die sieht mir schlimmer aus. Ja. Die Blätter können wir hier prinzipiell auch mitnehmen, macht aber nicht ganz so viel Sinn. Ja gut. Wenigstens habe ich das Vieh noch gekriegt. Wäre jetzt bitter gewesen, wenn die Made noch eins von unserem Pikmin gefressen hätte. Auch hier im Heldenheim wird es, glaube ich, essentiell sein, dass wir unsere blauen Pikmin behalten. Das wird wahrscheinlich auch eine ganz schöne Herausforderung, weil ich glaube, da gibt es auch wieder irgendwelche Schätze, wo 20 blaue Pikmin vonnöten sind. Und das Heldenheim hat noch eine ganz andere schöne Fähigkeit. Also, ja, wie ich zumindest finde, ist es... Also, meiner Meinung nach ist das hier echt die genialste Höhle. Wenn man mal von der Existenz eines Bosses absieht, also
Ja, ich weiß nicht. Also der Endboss ist natürlich, das kann ich vielleicht jetzt schon mal spoilern, ist natürlich schon ein Ding, den man auch, ja, ich glaube, den kann man schlecht übertreffen. Aber die Höhle an sich ist meiner Ansicht nach am coolsten aufgebaut. Und warum das so ist, das werden wir dann bald sehen. Das werde ich jetzt noch nicht spoilern. Es soll ja auch Leute geben, die mein Projekt hier verfolgen, die es nicht kennen. Hoffe ich zumindest. Nein, ich weiß nicht. Also Pikmin hat ja, ihr wisst es wahrscheinlich, verglichen mit meinen anderen Videos relativ wenig Aufrufe. Ist wahrscheinlich dadurch bedingt, dass es halt so ein bisschen, ja, ein gechillteres Adventure-Spiel ist. Kann man es so nennen? Ich glaube schon, ja. Ey, diese Käfer, die hier vom Himmel fallen, sind schon so ein bisschen nervig. Das kann einem unter Umständen mal die Laune versauen. Na, lassen wir erstmal die ankommen hier. Ich hätte schon gerne noch meine ganzen lila Pikmin für den Gegner. Ja, insbesondere wenn sowas hier passiert. Das ist zum Glück keine fleischfressende Pflanze. Auch da muss man immer wieder ganz gerne drauf achten. Vor allem in solchen Leveln hier. Also das, allein schon das Layout von dem Level hier sagt einem, oh mein Gott, hier kommen fleischfressende Pflanzen. Weil, ja, ist fast immer so. Dafür werden wir es jetzt in den nächsten beiden Höhlen auch mit Höhlen zu tun bekommen, die relativ schatzarm sind. Wo wir fast auf jeder Ebene nur einen Schatz kriegen. Das ist natürlich so ein bisschen nervig, aber auf der anderen Seite, wenn man wirklich drauf gezielt geht, die korpulente Nuss. Ja. Eine Eichel. Apropos Eichel, da fällt mir ein. Ja, genau. Nee, nicht das, was ihr denkt. Es gab mal, habe ich irgendwann mal gesehen, weil meine Eltern das gucken ganz gerne mal ab und an. Oder meine Oma, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich es gesehen habe. Irgend so ein Quiz. Ich weiß es. Was war das? War das Hessen-Quiz? Ich glaube nicht mal. Ich glaube, das war irgendein anderes Quiz, was ich vorher selbst noch nicht kannte. In jedem Falle war da so ein Kandidat, ein relativ junger Kandidat. Und die haben irgendwie Bäume erraten müssen anhand von irgendwelchen, ja, Merkmalen, was weiß ich, Blätter, Früchte, whatever. Vielleicht auch nur ein Baumstamm, was bei der Birke jetzt zum Beispiel schon relativ einfach ist, wenn man da ein bisschen Ahnung hat. Ja, und dann haben die eben so geraten. Und dieser jüngere Kandidat, das war glaube ich das Finale von dieser Quizshow, hat einfach so derbe versagt, weil, ja, wenn man eine Antwort gegeben hatte, dann durfte man eben nicht mehr antworten. Und dieser eine, also sein Gegner, hat dann falsche Antwort gegeben und er war dann quasi alleine. Hätte sich alles in Ruhe angucken können und raten können und was auch immer. Und was macht er? Es war nach der Eiche gefragt. Ja, spätestens bei den Blättern sollte man bei der Eiche zumindest schon mal ein bisschen Bescheid wissen. Aber dann kam nun mal noch die Eichel als Frucht von der Eiche, ja, und er hat geraten und hat irgendwas ganz, ich glaube, er hat Haselnuss gesagt. Also das war schon lustig, ja. Ich hätte schon gerne. Gut. Ich hoffe, da hinten kommt jetzt kein Gegner. Ja, ihr merkt schon, auch das hier ist wieder wunderbar, herrlich durcheinander in dem Level hier. Ja, insbesondere Buckelwespen und Granatwerfer. Das ist eine Kombination, die will man nicht vor sich haben. Das geht ganz schön in die Hose. Und ich bin mir nicht sicher, ob das hier jetzt schon, ob es hier jetzt schon losgeht. Mit dem, was ich vermute. Aber, weil dieser Raum hier sieht zu leer aus. Aber nee, offenbar nicht. Oder? Na, ah, da hinten ist eine Spinne. Okay, also diese, ja, wie soll man sie nennen? Diese Spinnen, die unsere Pikmin mit ihrer Pfeife rufen können. Und sie dann so ein bisschen hypnotisieren können. Wow. Granaten, um Eier zu bewachen. Das ist mal wenig effizient. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, und hier geht es jetzt natürlich sehr wirr zu. Ich meine, ihr seht schon, Elektrokäfer, Granatwerfer. Wahrscheinlich, ja gut, dann noch was zum Pikmin verwirren oder so. Oder halt zu sich ziehen. Diese Spinne da. Nein, 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 nein. Okay, die Wespe kann mal hierher. Ja, die kann mal hier bleiben. Ja. Ja, nee. Ja, da sollst du nicht hingehen. Aber egal. Es ist. Zum Glück war es ein lila Pikmin. Ansonsten wäre es, glaube ich, schief gegangen. Und ich glaube, wir machen es jetzt einfach mal ein bisschen gezielter mit den gelben. Ich meine, wenn wir schon die Gefahren geboten bekommen hier, dann sollten wir uns auch darum kümmern, das so einzusetzen, wie man es machen sollte eigentlich.
meine, prinzipiell könnte ich jetzt auch einfach die Lila nehmen und sagen, scheiß drauf, ich werde eh nicht getroffen. Aber es ist natürlich schon ein bisschen riskanter. Machen die gerade? Ich wollte schon sagen, die machen noch keinen flotten Dreier hier. Das ist... das ginge nicht. Das haben sie irgendwie evolutionstechnisch verschlafen hier. Das ist schade drum. Damit hätte man sicherlich auch noch ein bisschen... Ja, so eine Dreiecksbeziehung hat auch was. Zumindest im Käferreich. Alles andere... Nein. So, hier hinten haben wir noch einen Käfer. Bla bla bla. Und den kriegen wir so. Ja. Den hätte ich jetzt auch einfach mit den Lilanen ausschalten können. Ja, und dann haben wir jetzt eigentlich nur noch die Spinne vor uns. Und wenn wir die haben, dann... Oh ja, ich merke auch schon, hier wird es höchstwahrscheinlich ein vergrabenen Schatz. Ach nee, da hinten geht es auch noch weiter, okay. Ich dachte an vergrabenen Schatz, weil die Spinne ja unseren Schatzsucher auch außer Kraft setzt, wie ihr seht. Und das bietet sich dann natürlich unglaublich an, einen versteckten Schatz hinzusetzen. Na komm. Ja, einmal verwirrt und dann ist das auch kein Problem mehr. Und zack. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal auf Pikmin so zurückschauen und auf Pikmin 2 und die beiden vielleicht schon mal vorab ein bisschen vergleichen wollen. Pikmin 2, ganz klar, sehr höhlenfixiert. Das habt ihr gemerkt. Wir sind, ich würde fast behaupten, zu 75% in Höhlen unterwegs von unserer Zeit. Was mich damals eben gefreut hat, weil man da unendlich viel Zeit hat und sich auch die Zeit nehmen kann wirklich für alles und nicht durchs Spiel durchhetzen muss. Was natürlich auch ein bisschen mit der Story verknüpft ist, aber das ist eine andere Sache. Auch so, wenn man an der Oberfläche hier unterwegs ist, versucht man sich ja irgendwo auch zu beeilen, oder? Auch wenn es keine Zeitbeschränkung gibt, aber irgendwie, ja, manche vielleicht nicht. Also ich muss sagen, mein erster Durchgang durch das Spiel habe ich, glaube ich, auch sehr, sehr langsam gestaltet. Also fast schon zu langsam. Ja, wunderbar. Da muss man halt aufpassen bei denen, weil die haben so eine Reaktion, wenn die, wenn man ein bisschen in ihre Nähe kommt, dann eilen sie los und das kann dann auch mal ganz schön blöd enden, wenn man Pech hat. Ja, du hast hier nicht mal einen Partner, also den hier hinzuklatschen war recht unsinnig. So, hier ist jetzt noch der Höhleneingang. Okay, dann haben wir tatsächlich einen vergrabenen Schatz vor uns. Oder ich war zu blöd, um ihn zu finden. Man weiß es nicht so genau. Ja, um vielleicht nochmal drauf zurückzukommen, ich schneide schon wieder zu viele Themen an und bringe nichts zu Ende. Das ist, in letzter Zeit merke ich das selbst bei mir, das ist nicht schön. Aber ich bin auch jemand, der arbeitet Themen schnell ab. Das muss man sagen. Das habe ich so als Eigenart. Ob man das jetzt gut finden will oder nicht, sei dahingestellt. Ich finde es auch mal ganz gut, wenn ich jemandem zugucke, der eben länger über was redet, auch wenn der sich dann teilweise wiederholt oder eben durch den Spielfluss so gestört wird, dass sein Satz immer dreimal anfangen muss. Das ist jetzt glücklicherweise bei Pikmin nicht so gegeben. Wo könnte jetzt der Schatz sein? Hier vielleicht? Vergraben? Ja, wunderbar. Das habe ich mir ja... Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Es leben noch alle? Krass. Also, dass die dann nochmal angefangen haben zu graben, war natürlich eigentlich mein Todesurteil. Aber irgendwie hat es dann trotzdem noch geklappt. Also der Explosionsradius war minimal kleiner als der Abstand von den Pikmin. Das war, da waren drei Stück, ganz knapp haben an der Explosion quasi geschnuppert. Das ist hier aber auch ein bisschen unlogisch gemacht. Es gibt keinen Explosionsradius, wo die Pikmin einfach nur zurückgeschleudert werden, sondern entweder sie sterben oder sie werden gar nicht getroffen. Das ist ein bisschen schade. Das hätte man besser gestalten können. Essenz wahrer Liebe. Ja. Man findet die Philosophie hier hinter. Warum? Ist das ein... Nee. Ja, was soll es überhaupt darstellen? Das ist eine gute Frage. Ein Schmuckstück? Ein Ohrring vielleicht? So ein Gammelohrring mit Rechtecken oder... Einfach nur irgendein anderes Schmuckstück. Egal. Wen kümmert's? Ja, Pikmin ist ja, wie ich schon angeschnitten habe, jetzt nicht so das beliebteste Projekt. Hängt wohl damit zusammen, dass es eher so ein bisschen langsamer ist und auch nicht jedem schmeckt. Ich kann durchaus verstehen, warum Pikmin jetzt nicht so allzu beliebt ist, aber die Tatsache, dass Nintendo es immer noch als Aushängeschild verwendet, obwohl sie nur zwei Teile rausgebracht haben. Das muss man ja mal dazu sagen. Es gibt nur zwei Teile von Pikmin bis jetzt. Und den dritten haben sie ja leider verschlafen, sonst hätte ich den schon lange angefangen. Also, verzögert. Die Entwickler. Ja. Bitter gelaufen, richtig bitter. Warum auch immer man es nicht schafft, sowas dann... Boah,
Wenn man was als Release-Titel ankündigt, dann finde ich, man sollte sich auch wenigstens dran halten, dass es auch wirklich zum Release erscheint. Also, ich glaube, Nintendo hat es nicht so mit Release-Spielen. Das ist, das hat bei der Wii schon so ein bisschen gehangen und jetzt ist es schon wieder so, dass es nicht gebacken bekommen, ordentlich oder schnell Release-Titel rauszubringen. Also gute Release-Titel, nicht sowas wie irgendwelche Drittherstellertitel, die nur gemacht werden, weil sich die Drittersteller denken, oh mein Gott, Nintendo macht nichts, okay, dann machen wir mal ein Spiel und da Nintendo nichts macht, ist es dann beliebter, als wenn Nintendo selbst was machen würde. Das ist irgendwie nicht der Sinn dahinter. Oder? Gibt's eigentlich... Es gibt bestimmt schon Dritthersteller Wii U Spiele, oder? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht ganz so viel von den Wii U Titeln, ich weiß nur, dass es nicht so gute gibt. Also nicht viele gute gibt, sagen wir es so. Wobei ich sagen muss, dass mich der Rayman Teil ziemlich interessieren würde. Auf der anderen Seite ist natürlich Rayman so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich habe einen Rayman Teil mal gespielt, der war relativ schwer und danach habe ich mir dann so gesehen geschenkt. Oder ja, ich bin damit als Kind einfach nie so wirklich konfrontiert gewesen. Ich habe damit recht wenig zu tun gehabt, aber an sich finde ich Rayman schon ziemlich geil. Man muss ja sagen, gerade Rayman Origins, was sie rausgebracht haben für... Ist das für PC auch? Oder ich glaube für Wii gibt's das nicht, ne. Aber wahrscheinlich so für Xbox oder PS3 oder so und wahrscheinlich auch für PC. Zwei von den dreien wahrscheinlich. Also PC höchstwahrscheinlich und eins von den beiden Konsolen wahrscheinlich auch noch. Eher PS3, oder? Oder? Na, ich weiß es nicht so genau. Auf was ich mich allerdings auch freue, ist der Remake von Binding of Isaac. Also was heißt, Remake weiß ich gar nicht. Neuer Teil halt einfach. Das ist wird auf jeden Fall interessant. Da freue ich mich schon drauf, wie sie das umsetzen wollen, ob sie das gut umsetzen. Es soll ja dafür sogar einen Multiplayer geben und das Ganze soll, glaube ich, dann auch nicht mehr auf Flash basieren, soweit ich das mitbekommen habe. Was definitiv eine gute Sache ist. Also Flash-Games, schön und gut, aber ja, auf der anderen Seite, man muss überlegen, es ist nur ein Flash-Game und dieses Flash-Game ist so unglaublich gerne und... Wow, 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 nein, 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 nein. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah. Ich muss auf diese Granaten aufpassen. Das ist echt nicht mehr schön. Weil, ihr müsst euch überlegen, es sind lila Pikmin. Wenn ich mit lila Pikmin eine Granatspinne treffen sollte, also draufwerfen sollte, die Pikmin, dann war's das. Und zwar ohne Wenn und Aber. Das kann ich euch auf jeden Fall versichern. Dann macht's einmal Bumm und alles ist weg. Ja, von daher sind wir schon ganz gut durch. Und man muss natürlich auch sagen, es ist durchaus sinnvoll, hier alle Lila Pikmin auch zu behalten, weil für diverse Gegner braucht man sie einfach. Die Liebessphäre. Heute sind wir irgendwie love-tastisch unterwegs oder so. Was auch immer das hier jetzt wieder mit Liebe zu tun hat. Also wenn, dann hätte ich wenigstens irgendwelche roten Edelsteine oder so genommen, weil das verbindet man ja eher immer mit Liebe, aber nee, sie nehmen dann lieber... Gelb und blau. War nicht sogar... Wieso mache ich diese Wand hier überhaupt auf? Das ist sowas von unsinnig. So, das Lila-Pikmin nehmen wir einfach mal auf die Schultern. Damit das nicht hinterhergammelt und ich das nachher noch suchen muss oder so.